wir sind jetzt in den Eingang rein, die Treppe hoch. Eintritt hat gekostet pro Nase 50 Lira, also 100 zu zweit, sind ungefähr 5,55 Euro. Das ist ein Gästebuch. Dann fangen wir mal hier an. Exhibition Hall. Jetzt weiß ich, was es heißt. Tischir Salon. Wieder was gelernt. Das war eine neue Vokabel für mich. Teschir wusste ich noch nicht. Salon ja, aber Teschir noch nicht. Archäologie Salon. Gehen wir hier rein. Mittagsgebet? So, der Gebetsruf zum Mittagsgebet. Lauter Münzen. Wie sonst so viel oder? Interessant. Bakacağım buralara. Bakalım buradan. Hatırladım ama ya eskiden geldiğimizde de vardı. So wie Garten. Oh, lecker, guck mal. Maulbeeren. Da sieht man noch ganz große. Müsste man glatt probieren, hä? Dankeschön, wird gleich probiert. Lecker. Magst du nicht probieren? Lecker Maulbeeren. Und Dut heißt es auf Deutsch, auf Türkisch. Mein Mann holt mir noch ein paar. Boah, die Ernte ist üppig. Also mir schmecken die gut. Sind bestimmt Bio. Danke fürs Pflücken. Lecker. Waren so süß.
den Hafen sehen wir später noch mal von oben, wenn wir noch weiter hochgehen. So, geht's weiter. Jetzt geht's weiter nach oben. Das ist ein Grabstein aus dem Osmanischen Reich. Und hier ist eine Toilette. Ein WC aus dem Osmanischen Zeitalter. Abdul Aziz Turassel, ein Monogramm. Hier wollen wir nicht so laut sein. Jungfrau Maria und Jesus, das Jesuskind. Oha, ein Altar aus dem römischen. Ein Altar aus dem römischen Zeitalter. Also für mich sind die Stufen sehr riesig. Boah. Was hast du gerade gesagt? Eine sehr schöne Stadt, Tschechien. Vogel findet diese Stadt sehr schön. Ich zeige euch mal, wo wir vorhin waren. Da unten. Da haben wir Fotos gemacht. Gucken wir mal, was da unten so los ist. Und weiter geht's. Oh, da ist eine Terrasse, wo man rauchen kann. Bei Dalgıç, dem Tauber. Ah, das ist da unten. Ich habe sogar noch weiter oben eine Raucherin entdeckt. Guck, da ist weiter oben eine. Noch eine Terrasse. Oh, das ist wieder die hohen Stufen. Aber wir schaffen das. So, wenn wir ganz schnell sind, können die Fotos machen, ohne Gäste. Da ist der leckere Maulbeerbaum. Witzig wäre es, wenn es was anderes wäre, was Giftiges. Das, nein, 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 das war ein Maulbeer. Das war Spaß. Also, wenn ihr herkommen wollt, lohnt sich auf alle Fälle. Kommt früh, sonst wird es zu heiß. Oder kommt nicht im Sommer, dann geht's. Und man sieht sehr viel. Für den Preis ist es ja wirklich geschenkt, kann man sagen. Ist halt auch ein Museum dabei. Museum und Burgbesichtigung wäre das dann. So, ich muss schnaufen, ich mache jetzt mal langsam, ich rede mal nicht so viel. Den Hafen sieht man jetzt auch ein bisschen mehr. Çeşme Limanı, den Çeşme Hafen. Jetzt wollte ich nicht so viel reden und mach's wieder. Da unten ist ein Feigenbaum.
So. Der zweite Beyazıt. İkinci Beyazıt Kulesi. Beyazıt Second Tower. Beyazıt the Second. Der Käferbesuch verabschiedet sich schon wieder. Ich muss festhalten. Bevor sie mir fortfliegen. Das wird mir zu heikel, deswegen mache ich jetzt mal aus. Also da unten sind lauter Grabsteine aus dem Osmanischen Reich. Die sieht man aber auch nur, wenn man sich hier runterbeugt. Verstehen wir gar nicht, warum. Da. Weil sonst waren die, ich weiß nicht genau, aber kann das sein, dass wir die mal gesehen haben? Schuldet das, dass wir die alle so auf die Seite getan haben? Ja. Wenn sie nicht an den Gräbern sind. Dass man die nicht besichtigen kann, so richtig. So, dann gehen wir wieder runter. Vorhin sind wir die Rampe hochgelaufen. Aber auf der Seite. Auf der Seite. Jetzt gehen wir hier hoch. Da waren wir, genau, sind wir hochgelaufen, dann waren wir da oben, dann waren wir da oben und jetzt laufen wir wieder runter. Wir können auch hier runter oder dort, wie du willst. Ach, dann laufen wir die Rampe runter. Ich glaube, du hast hier wieder. Ja, das geht, glaube ich, nochmal schneller runter. Wir machen gemütlich. Wir sind ja nicht auf der Flucht, sondern machen gechillt hier. Gezielte Urlaubsbesichtigung. Ich habe Haare im Mund gehabt von mir. Man hört ganz viel Geräusche von hier oben. Da ist ein Papa, der erzählt dem Töchterchen ganz viel Historisches. Öncelikle barış, ondan sonra işte barış, birlikte yaşama. İspanyollar barış anlaşması mı? Öncelikle evet, barış da var. Wir greifen noch ein paar Leckerlis ab. Mein lieber Schatz holt mir wieder welche. Dankeschön. Guck mal, meine Finger sind immer noch blau davon. Oh, ich habe die verloren. Jetzt muss ich mal. So. Nochmal sauber pusten. Sehr fein. Lecker. Die hat er noch ein bisschen sauer dabei.
was gefunden. Oh, nice. Oh, danke schön. Mein Blümchen. Hier sind noch ein paar dunkle, guck mal. Waren andere schon da? Aber wir haben schon ein paar abbekommen. Hier sind noch ein paar. Aber für mich zu hoch. Mal hier. Warte. Genau da. Und hier. Durch keine. So frech wie wir sind. Da ist noch eine dunkle. In meiner Höhe. Ich kann es selber holen. Also wenn ihr herkommt im Sommer, im Anfang August, gibt es dann schon hier ein paar Maulbeeren. Hier sind auch Münzen. Sind das auch Münzen? Ja, mit Münzen. Schon was, glaube ich. Auch eine Münze speziell vielleicht. Katharina, die große, also die zweite. Katharina, die zweite steht da. Die große ist wohl die zweite, aber ich kenne mich da nicht so aus. Geschichte war noch nie so meins. Also von den Zahlen her und so. Das sind Gürtel und Knöpfe, Kleider, Knöpfe. Also Gürtelschnallen und so. Also ich habe natürlich selbstverständlich nicht alles gefilmt. Da muss man schon selber herkommen und sich alles angucken. Aber so ein paar kleine Ausschnitte. Impressions. Guck mal jetzt nochmal die Kleidung an. Ja, so sahen die damals aus. Ein russischer Offizier und das hier ist ein osmanischer, was auch immer, Levent. Was heißt ein Levent? Seemann, ach so. Ach, jetzt weiß ich, was Levent heißt. Danke, Schatz. Seemann, aha. Hier sind noch ein paar russische Medaillen. Und hier eine Medaille aus der Zeit von der Katharina, der zweiten. Und ein russisches Glas. Was steht da? Glasbehälter halt.
Was macht eine Funda, wenn da steht Girilmes? Da geht man dann erst recht rein, wenn die Tür auf ist. Nee? Und was haben wir hier? Ein Plumpsklo. Noch irgendwas Gutes? Nö, nichts Interessantes mehr. Mich würde nur interessieren, wo landet denn das ganze Zeugs bei den Plumpsklos hier? Also früher, wo hat's denn, wo ist es wohl gelandet? Was gibt's hier für Kräuter? Oh, das sind ja Weintrauben. Mich würde es nicht wundern, wenn es hier noch Melde oder sowas gibt. Das sieht aus wie Tomate. Und hier sind alte Quitten oder sowas. Nee. Ich glaube Pfirsiche. Eigentlich haben wir ja gedacht, wir sehen irgendwo Brennnesseln, haben aber noch keine entdeckt hier. Gehen wir wieder den verbotenen Weg zurück. Da darf nämlich nur Stuff only. Naja, übertreiben wir es mal nicht, ne? Aber wenn da steht, kein Eintritt verboten und dann ist aber die Tür auf, dann geht man natürlich da rein. Wie süß die schläft, die Miezekatze. So, wenn du magst, können wir. Liegen da. Haben wir ein Glück gehabt, ja. Wie viele Leute jetzt da sind. Da ist die ganze Gruppe jetzt da. So, da bin ich jetzt aufgeklettert und es hat dann gewackelt, schnell wieder runtergegangen. So, jetzt gehen wir zum Hafen. Ich